Hallo, hallo, da bin ich wieder. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich, ja, zu der nächsten Folge Yonanda TV am heutigen Abend. Diesem Video geht ein angepinnt voraus. Wer da reinschauen möchte, ist herzlich eingeladen. Geht so ein bisschen in die Tiefe und ich teile so ein bisschen meine eigenen Erkenntnisse mit. Und ich freue mich auch, dass die Angepinnt-Videos so super angenommen werden. Ansonsten, in dem Angepinnt-Video erfahrt ihr immer was über die Vorschau, ne? Also was ich so an diesem Tag noch so vorhabe. Ja, und ich bin jetzt mit euch schon in den Abend gegangen, ne? Als ich anfing, war es noch recht hell draußen. Ja, und jetzt, naja gut, es ist bewölkt. Ich wollte schon gerade sagen, werde ich schon wieder fast meinen geliebten Mond am Himmel sehen. Aber jetzt ist so meine Zeit. Das ist so die Tageszeit, in der ich in meiner Kraft bin. Und da lege ich auch unglaublich gerne Karten, weil Yonanda Shin ist eine Eule. Ne? Ja, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge TV, Yonanda TV. Und wir schauen jetzt mal rein, was wird, was ist, was geht. Und machen das mit Tarotkarten und Runen. Ich habe heute mal wieder den Ethereal Visions Tarot von Matt Hughes. Und das ist ein wunderschönes Deck. Ich mag es sehr gerne, auch wenn die Karten sehr groß sind und sehr unbeweglich. Und ich will mal gucken. Sie sind mir nicht hold. Aber ich möchte sie einmal wenigstens gut durchmischen. Aha. Vielleicht wird es ja noch was. Vielleicht werden wir doch noch Mischfreunde. Werden wir noch Mischfreunde? Ja. Im Übrigen geht es meinem Arm wieder besser. Ich wollte es nur mal so sagen. Die größte Herausforderung, die ich immer wieder habe, ist, mich selbst zu heilen. Und ich bedanke mich auch, es läuft. Ich bedanke mich auch für eure liebevollen Hilfsangebote. Aber ich bin jemand, ich muss das selber machen. Das ist wie, ich muss die Karten auch selber mischen. Ne? Das sage ich ja auch nicht. Oh, danke, das ist die erste. Machen wir es doch so. Das ist, was wird. Genau, sie ist auch nach links gefallen. Das ist wie, wenn ich sagen würde, hier, ich will Karten legen, kannst du mir mal das Blatt mischen. Ne? In dem Moment gebe ich die Eigenverantwortung ab, weil ich bin ja hier der Kartenleger. Ne? Deswegen muss ich das schon selber machen. Aber zum es ist, also heute. Karten mischen wie ein Anfänger. Mann, macht's doch mal mit mir möglich. Zack. Komm, lasst mir die zweite rausspringen. Die zweite. Ja, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ne? Und das ist für mich immer ganz wichtig, die Dinge auch alleine auf die Kette zu kriegen. Aber ich möchte mich trotzdem bedanken, dass ihr, ja, dass ihr mich so unterstützt. Ich habe es. Jesus, Mutter Anna, ich habe sie bezwungen. Ich habe sie bezwungen. Das ist halt, je größer so ein Kartendeck ist, ne, und dann auch je scharfkantiger das ist, desto weniger will's. Aber jetzt reicht es aber auch. Jetzt sind sie aber auch wirklich gemischt. Für mich ist immer wichtig, dass die echt gut durchgenudelt sind, weil Karten haben es oft an sich, dass die aneinander kleben. Und dann hast du dann Wiederholungen drin. Ne? Das ist eigentlich der Grund, warum ich die so mische. So, hier haben wir unsere Karten. Ne? Da sind sie. Das sind sie. Und sie sind wunderschön. In der Infobox findet ihr auch nochmal aufgelistet, mit welchen Decks ich lege. Ne? Und die sind alle im Handel erhältlich. Also ich habe nichts Besonderes. Also es ist wirklich wahr, ich habe alles, was gängig ist. So. Wir deuten zuerst die zweite Position. Worum geht es hier überhaupt? Welche Energie wirkt gerade jetzt? Ach so, ich muss ja noch den Standardsatz sagen. Es handelt sich um eine allgemeine Legung. Du kannst damit in Resonanz gehen, musst du aber nicht. Es muss nicht sein, dass es passt, weil es ist allgemein und kostenlos. Ne? Also, weißt du Bescheid. Und du schaust natürlich in eigener Verantwortung. Ne? Also, jede Energiearbeit kann immer etwas machen. Und wenn du das Gefühl hast, es passt nicht auf dich, dann klick einfach weiter. Ne? Okay. So, worum geht es ihr überhaupt? Um die zwei der Münzen. Aha. Das ist die Energie, die gerade jetzt zur Verfügung steht. Es geht um die zwei der Münzen. Das heißt, es geht hier um den Aspekt des Gleichgewichts. Das ist genial dargestellt, weil diese wunderschöne junge Dame, ne? Die tangiert sich aus, die balanciert sich, die steht auf der Lemniskate, seht ihr hier unten, das ist die liegende 8 und die liegende 8 fließt. Die 8 fließt und wenn eine 8 nicht fließen kann,
dann hängt die in der Mitte. Ne? Und es ist immer wichtig, also so eine Acht kann man richtig gut fühlen und verstehen. Jetzt stell dir mal vor, du selber bist eine Acht, ne? Und alles, was zu dir kommt in deinem Leben, was des Gleichgewichts bedarf, weil es ist eigentlich immer ein Auftrag. Der Auftrag ist immer, komm in dein Gleichgewicht. Egal in welcher Lebenssituation du bist, es geht immer darum, das Gleichgewicht zu wahren, die Waage zu halten, ja? Und deswegen wird das durch die liegende Acht dargestellt. Und die Acht an sich, ne, wenn du jetzt die Acht bist, dann bedeutet das, dass du etwas aufnimmst. Ne? Das ist also, du bist oben offen, du nimmst etwas auf, du nimmst es in deiner Mitte an und du lässt es los. Ne? Das ist im Endeffekt wie sich ernähren, ja, oben rein, unten raus. Und was passiert, wenn es in der Mitte hängen bleibt? Das gibt Bauchweh. Und ganz oft ist es eben so, dass sich Beschwerden in der Mitte niederschlagen. Zum Beispiel Magenschmerzen, immer wiederkehrende Magenschmerzen und sowas, ne? Dann fließt was nicht. Was hängt da bei dir in der Mitte? Dann fließt im Endeffekt die Acht nicht. Und das will dann in Heilung gebracht werden. Da muss man erstmal dahinter steigen, ne? Und sie kann das. Die fließt. Also sie tangiert hier alles aus und sie macht das echt gut. Weil man sieht aber auch, die ist echt, die ist trainiert da drin, gell? Die hat richtig Muckis. Das ist eine Frau, die war auch schon oft im Ungleichgewicht, weil es kostet sie auch, obwohl es sehr leicht aussieht, eine gewisse Anstrengung, dieses Gleichgewicht zu halten. Ne? Und sie steht ja recht umständlich da, aber sie steht. Und dann haben wir hier im Hintergrund die Wellen. Und das heißt auch, dass man sich vom Wellengang des Lebens tragen lassen soll. Die See ist nie immer glatt. Ne? Das sagt uns diese Karte. Ne? Wir haben hier so ein bisschen aufgewühlte Wogen. Und da muss man in dem Moment einfach das Schiffchen sein oder das Holz. Ne? Holz wird immer getragen. Holz schwimmt immer oben. Und wenn dann mal so ein Platsch von oben kommt, es kommt aber immer wieder hoch. Ne? Wenn du vielleicht gerade in Turbulenzen bist, dann hilft es dir vielleicht, dich tatsächlich mit einem Stück Holz zu verbinden. Zum Beispiel eines, welches du in der Natur findest, was dich daran erinnert, dich tragen zu lassen. Ja? Die zwei der Münzen erinnert dich daran, das Leben trägt dich, aber du musst dich auch tragen lassen. Mach dich so leicht wie möglich. Ne? Und es ist halt oft so, dass man so einen turbulenten Wellengang hat im Leben, dass man wirklich kotzend über der Reling hängt. Ne? Also vorausgesetzt, man hat ein Schiff. Wenn man kein Schiff hat, ne? Wenn man kein Schiff hat und man schwimmt, ne? Jetzt stell dir mal vor, und dann kommt so ein Sturm. Im Endeffekt musst du ins Vertrauen gehen. Und darauf vertrauen, dass du irgendwo an Land gespült wirst. Ja, das kann zwar echt eine krasse Bruchlandung sein, so pff, an Land gespült, ne? Und bist total zerstört und völlig abgerissen, aber es ist immer noch besser wie von der Haie gefressen, gell? Also es ist einfach die Kunst des Gleichgewichts. Die zwei der Münzen steht auch für die Leichtigkeit in der Situation zu finden. Und manchmal ist es eben so, dass man die Leichtigkeit in der Schwere finden muss. Das ist dann. Ja, das geht so in Richtung Alchemie, ja, Stroh zu Gold spinnen. Das Gute im Schlechten sehen. Es geht immer wieder um Gleichgewicht. Und wir müssen lernen oder wir dürfen immer, nennen, müssen, wir dürfen es, wir dürfen es. Das ist ja eine Gnade, ne? Wir denken ja positiv. Wir dürfen immer wieder lernen, dass Gleichgewicht der Zustand ist, der akut bedroht ist in dem Moment, wo du es erreicht hast. Ne? Das ist so. Die hat vielleicht gerade in ihr Gleichgewicht gefunden und dann kommt die nächste Welle und zerstört ihre Frisur, gell? Das ist so. Also ja, und dann geht es einmal so platsch, ne? Und scheiße, ne? Und dann steht sie da nicht mehr drauf, sondern dann liegt sie da drin im großen Teich. Ja, und was will sie machen? Sie muss ja dann wieder sehen, dass sie wieder ins Gleichgewicht findet. Die Alternative wäre, sie säuft ab. Und das ist ja hier gar nicht die Frage. Ne? Es ist natürlich klar, dass du in dein Gleichgewicht findest, weil Ertrinken ist keine Alternative. Ne? Ja, darum geht es im Endeffekt. Es geht hier darum, in deiner Situation entweder in das Gleichgewicht zu finden oder es zu wahren und dir aber auch bewusst darüber zu sein, dass du immer was dafür tun musst, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, weil immer jemand da sein wird, der dich über die Reling schmeißt, der an deinem Ast sägt, auf dem du gerade sitzt oder wie auch immer. Es gibt immer Energien, die nach dir trachten. Ne? Die haben wir alle.
Die haben wir wirklich alle. Und ja, das sind halt auch so diese Seelen, die uns durchs Bild laufen. Das sind so alte Bekannte, die das vielleicht auch ein Stück weit genießen und ja, halt immer mal wieder auftauchen. Ne? Es sind immer wieder die gleichen Konsorten, die versuchen, dir in die Suppe zu spucken. Ne? Darum geht es. Es geht darum, dass du gut auf deine Suppe aufpasst. Ne? Und dass du deine Suppe aber auch nicht zu viel salzt. Ne? Zu viel Salz in der Suppe versalzt dir die Suppe. Und wenn du zu wenig Salz reinmachst, schmeckt sie nicht. Dann ist es so latschig. Ne? Also es geht immer um das Gleichgewicht der Dinge, das Gleichgewicht der Kräfte in jeder Situation, in der du dich befindest. Das ist die Hauptenergie. Das ist gerade. Darum geht es gerade. So. Welche Runenkraft bezeichnet denn das Jetzt? Ne? Was ist gerade? Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Fragen wir mal die Mondrunen. Ne? Was sagen denn die Mondrunen? Sagen sie denn? Und genau die ist es. Ja, es ist die Berghanna, die Rune der Göttin und die Rune des Frühlings. Ne? Und es ist auch die Rune von Flirt und Erotik und etwas erblüht neu und sie ist der Birke zugeordnet. Und die Birke, also wir haben ja jetzt so ziemlich Frühling, ne? Auch wenn jetzt nochmal so ein bisschen so eine Kältewelle kommt und so Schmuddelwetter, aber es wird bald Frühling. Und Birken, also ihr kennt ja fast alle Birken, ne? Also ich gehe mal davon aus, ihr kennt Birken, die haben ja diesen wunderschönen weißen Stamm und die leuchten und strahlen so richtig raus. Also auch ein Zeichen dafür, das Licht kehrt zurück, weil die Birke ist die erste, die grüne Blätterchen trägt. Ne? Und die strebt so richtig nach Licht. Und wenn du gerade im Ungleichgewicht bist, dann hilft dir die Berghanna, in dein Gleichgewicht zu kommen. Es kann auch um deine Weiblichkeit gehen. Also das gilt auch, wenn du ein Mann bist. Ne? Geschlecht ist immer in allem. Geschlecht findest du überall drin. Also auch ja, in jedem Mann steckt eine Frau, in jeder Frau steckt ein Mann. Wir haben immer männliche und weibliche Anteile. Ne? Oder zum Beispiel dieser Kristall, ne, den hatte ich eben schon mal angepinnt. Der ist sehr weiblich. Der hat eine sehr weibliche Energie. Ne? Der hat auch die Spitzen weiblich, die sind oben abgeflacht. Das ist sehr schön. Und es gibt aber auch Steine. Moment, das zeige ich euch mal. Nehmen wir mal den. Der hier hat eine ziemlich männliche Energie. Ne? Also das ist, wenn ich mich da reinfühle, der hat mehr männliche Anteile. Und so ist es mit jedem Lebewesen. Ne? Und deswegen gilt das eben auch für dich, auch wenn du ein Mann bist. In dieses weiblich Weiche. Ne? Also oftmals ist es ja bei Männern so, also dass die auch sehr hart mit sich selbst sind, ne? Und hart mit sich ins Gericht gehen. Und dann sagt eben die Berghanna auch, ey, sei mal ein bisschen sanft, ne? Umspiel dich doch mal selbst. Umspiel dich doch mal selbst so ein bisschen. Mach dich mal wieder ein bisschen weicher, mach dich mal ein bisschen locker. Sei gut zu dir, ne? Geh in deinen Sanftmut rein. Und wenn du eine Frau bist, dann sollst du dich an eben halt auch dran erinnern und dir auf den Schirm rufen, ich bin halt auch eine Frau. Ne? Ich bin eine Frau, ha, und wie oft sind wir Frauen im Ungleichgewicht? Ne? Also da ich selbst eine Frau bin, weiß ich das. Wir müssen auch ständig wieder ins Gleichgewicht kommen. Das liegt auch so ein bisschen in unserer Natur, ne? Dieses Schwankende, Stimmungsschwankende. Aber jetzt, also durch die Berghanna auch unterstützt, ist eine gute Zeit, um das auch zu wahren. Ne? Okay, Gleichgewicht ist schon mal gut. Also ich finde das sehr positiv und ja, damit können wir leben, weil das ist ja die Energie, die gerade ist. Die nächste Karte ist immens wichtig, weil die bezeichnet die Energie, die jetzt zunimmt, ne? Die jetzt reinsickert in unser Feld. Junge, 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 es ist die Energie der 7 Schwerter. Ja, wer braucht die denn jetzt? Also, ich sehe es ganz klar. Hier kommt jemand in dein Leben zurück, der sich zuvor davon gestohlen hatte. Ich schmeiß mich weg. Jetzt ist es wichtig für dich, schön locker bleiben. Mach dich locker, bleib im Gleichgewicht und lass dich nicht über die Reling schubsen. Denk dran, dann sind die Haare kaputt. Hier kommt jemand zurück, der hat sich mal davon gestohlen, ja? Der hat sich einfach aus deinem Leben geschlichen, aber der hat ein Feuerzeug zurückgelassen. Ihr erinnert euch, die Karte hatten wir schon oft, die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter. Und die 7 der Schwerter bezeichnet nämlich, dass jemand sich davonstiehlt, sich rauszieht
aus einer Affäre, ja, oder einer Situation oder einer Begegnung, aber der hat ein Feuerzeug am Tisch liegen gelassen. Und das bedeutet, er hat jederzeit einen Grund zurückzukommen. Das ist nämlich ganz clever. Und da habe ich schon viele coole Kommentare gehabt, wie er hat seinen Anzug im Schrank hängen lassen oder er hat sogar die Waschmaschine da gelassen. Und in dem Moment, wo ein Pfand zurückbleibt, ist das so ein Kontaktpunkt. Man hat ja einen Grund, warum er sich wieder melden kann. Ne? Weil man hat ja was zurückgelassen. Also hier kommt ganz klar rein, jemand, der sich rausgezogen hat, kommt zurück. Und zwar mit neuer Energie, weil der trägt einen roten Mantel. Der hat ein Anliegen. Er hüllt sich aber auch gut ein. Ne? Er hüllt sich gut ein. Das ist echt sehr spannend. Also das ist unglaublich. Und dann haben wir hier im Hintergrund so eine Wolke. Ich weiß nicht, ob ihr das gut seht. Das ist wie, als ob der aus dem Nichts erscheint. Das soll ich euch gerade sagen, ja. Also jemand, der sich mal rausgezogen hat aus eurer Verbindung oder aus einer Verbindung, das kann jetzt alles... das kann beruflich sein, das kann beziehungstechnisch sein, das kann natürlich auch Prozessgedöns sein, ne? Also Seelenpartner-Prozessgedöns, kann es auch sein, es kann alles sein. Du kannst es jetzt wirklich auf dich umlegen, das finde ich das Schöne an diesen was wird, was ist, was geht Dingern. Ne? Du musst jetzt aufpassen, wenn diese Person zurück in dein Feld kommt, das macht was mit dir. Das macht was mit dir. Jetzt ist es immens wichtig, jetzt das Gleichgewicht zu wahren. Das könnte ein Akt auf dem Drahtseil geben. Bleib unbedingt im Fließen und lass dich nicht über die Reling schubsen, lass dich nicht vom Beckenrand stoßen, lass dich nicht ins Wasser werfen. Wahre dein Gleichgewicht, bleib in deiner Mitte und du wirst, also durch die Berghanak ist mir jetzt auch klar, du bist für ihn wie Honig für die Bienen. Halt ein Brett, gell? Etwas ganz Heißes, Erotisches. Also ich sehe hier auch ganz klar eine Anziehungskraft für alle die, die auf Beziehungen schauen. Ja? Also für alle die, die auf Beziehungen schauen, hier kommt jemand zurück. Welche Runenkraft bringt denn der mit? Junge, 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 also das ist ja spannend heute, gell? Das sind so Momente, wo ich mir denke, ich liebe die Zeit mit euch. Das ist, ich finde das gerade voll spannend. Welche Runenkraft bringt er mit? Jemand kommt zurück. I break together. Die Raido, ja. Und der ist in den Pötten. Ne? Raido, ja. Der ist unterwegs und der findet gerade zurück in seinen Rhythmus, zurück in seinen Takt. Die Raido ist das Rad. Ne? Und so ein Rad steht auch immer, also ein Rad kann man auch immer mit dem Schicksalsrad in Verbindung bringen, was aber im Tarot auch oft das Glücksrad genannt wird, was ich persönlich sehr schön finde. Ein Rad dreht sich, ne? Und als Glücksrad, ihr kennt ja alle ein Glücksrad, drehst du dran, ne? Ja, und dann hast du entweder das Große losgezogen oder eben eine Niete. Das lässt das offen. Ja, was bringt er denn mit? Fakt ist, er kommt zurück und mit der Raido ist er schon auf dem Weg, weil die Raido steht für Rhythmus. Ne? Es kann aber auch sein, um das Ganze jetzt mal nicht so negativ darzustellen, dass er wieder auf seinen Herzschlag hört. Ne? Weil bei der Raido kommt mir immer rein dieses Babum, Babum. Ne? Und ihr wisst ja, wenn jetzt ein Mensch sich zurückgezogen hat aus dem Leben und angenommen, es geht bei dir um eine Beziehung, oftmals verschließen die ganz einfach ihr Herz. Aber nicht aus irgendeiner bösen Absicht heraus, sondern um das eigene Herz zu schützen. Und das ist so der Moment, wo man das Herz wieder weit macht. Und dann fängt es wieder an. Und es schlägt dann wieder, ja? Es schlägt dann wieder. Und es hat wieder seinen Rhythmus. Und er hat hier vielleicht auch einfach wieder in seinen Rhythmus gefunden. Ne? Also man darf ja einen Menschen nie bewerten. Auch wenn wir das ständig tun. Wir Menschen, wir sind ja echt so parasitäre Wesen, muss man ja schon mal sagen. Wir bewerten halt auch einfach viel. Und mit parasitär meine ich, dass wir ganz einfach teilweise, wie soll ich das sagen, man weiß oft Dinge, man weiß zum Beispiel, man soll den Menschen nie bewerten, aber im Endeffekt bewerten wir ständig. Wir sollen aber lernen, das nicht zu tun. Wenn sich jetzt jemand hier rausgezogen hat,
bewerten wir ja gleich, warum er das gemacht hat. Ne? Und selbst wenn es ein Mensch ist, der einem echt am Herzen liegt oder viele lieben ja auch diesen Menschen, dann ist es plötzlich der Arsch, der, ich will jetzt hier mir weiter, ich will mir weitere Schimpfwörter ersparen, ja. Aber man bewertet es dann und man mutmaßt, warum er das schon wieder gemacht hat und dann wird man gequält und dann fällt man so eine Opferrolle und hin und her. Und mit Parasit meine ich ganz einfach, das ist so eine dunkle Energie, die eigentlich keiner braucht. Also wir sollen eigentlich ja aus dieser Energie raus und man neigt eben immer wieder dazu, die Dinge zu bewerten. Und wenn man das tut, sollte man sich eigentlich selbst dabei ertappen und sich an Licht erinnern. Weil bei mir kommt hier rein, er hatte Gründe, sich zurückzuziehen. So ein Rückzug zieht auch immer mit sich, dass es um eine Schutzfunktion sich handelt. Ne? Es kann vielleicht sein, dass dein Gegenüber mit der Situation nicht umgehen kann. Zieht sich raus, weil er nicht mehr klarkommt. Sagt lieber nichts, bevor er was Falsches sagt. Braucht erstmal Abstand. Ne? Macht sein Herz zu oder legt es eben auf Eis. Und hier haben wir aber durch das Rot kommt eben auch das Feuer und die Lebensenergie zurück, was ja die Farbe Rot bezeichnet. Und dann taut es hier auf und das Herz schlägt wieder und findet wieder in seinen Takt. Ja, und jemand traut sich dann halt auch wieder zurück. Also man könnte auch sagen, Sigi kommt aus dem Schneckenhaus raus. Ne? Und wenn du eben nicht auf Partnerschaften schaust, dann kann das auch jemand sein aus deiner Vergangenheit, der zurückkommt, ne? Der aber auch was zurückgelassen hat, also einen Grund, um wiederzukommen. Sehr spannend. Das steht schon mal fest. Also es geht hier wirklich darum, dass du dich nicht aus deinem Gleichgewicht bringen lässt, wenn dieser Mensch zurückkommt. Bleib da schön in deiner Mitte. Du musst dich gut aufstellen. Das ist jetzt mein Rat. Stell dich bitte gut auf, weil das macht was mit dir, wenn der zurückkommt. Und jetzt kommt noch die Karte, welche Energie rausgeht. Die ändert aber nichts an dem Ergebnis. Die 5 der Stäbe. Das ist interessant. Die 5 der Stäbe ist ja so eine Rangelei. Ne? Wir haben hier eine Feuerenergie, die 5. Zahl der Erkenntnis. 5 Stäbe. Wir sehen ja hier junge Burschen, 5 an der Zahl. Nee, Moment. Doch, es sind auch 5 Burschen, 5 Stäbe und die rangeln. Und es ist aber nur eine Rangelei. Richtig zur Sache geht es ja bei den 5 Schwertern. Da wird bis aufs Blut gekämpft. Die 5 Stäbe ist eine Auseinandersetzung, eine Rangelei. Kann auch eine Mutprobe sein, ein Kräftemessen. Das ist auch wichtig, solche Erfahrungen zu machen, um zu sehen, wie stark bin ich denn. Jungs müssen sowas machen. Jungs müssen sich halt auch mal richtig schön prügeln. Das liegt in der Natur von Jungs. Oder das ist einfach so, dass irgendwo ein Revier abgesteckt wird. Ne? Deswegen sind hier eben auch Jungs dargestellt. Das sind ja auch junge Jungs. Also das sind ja hier so Teenager. Das sieht man ja ganz deutlich. Es sind ja keine, also die müssen das ja noch lernen. Die müssen halt ihre Kräfte messen. Die müssen sich rangeln. Und deswegen ist die 5 der Stäbe für mich immer die Karte der gesunden Herausforderung. Und es ist eine Herausforderung, der man sich stellen darf. Und jetzt geht die aber hier über die Wupper. Ne? Diese Energie geht raus. Also entweder kommt er zurück, er oder sie, ne, egal ob männlich oder weiblich, ohne dich erneut herauszufordern, sondern weil er ein ganz anderes Anliegen hat. Und es ist nur eine Illusion, dass du hier über den Beckenrand geschubst wirst. Ne? Du denkst das vielleicht in dem Moment, wo er wieder da ist, huch, 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 und dann kommt er vielleicht mit einer guten Absicht. Also das ist jetzt, wäre auch eine Variante. Trotzdem sage ich dir, stell dich gut auf, weil dieses Erscheinen macht was mit dir. Es wird was mit dir machen, wenn diese Person zurückkommt. Egal auf welche Situation du schaust, es macht was mit dir. Es bringt dich ins Wanken. Pass auf, dass du nicht fällst, ja? Es kann aber auch bedeuten, dass du diese Herausforderung nicht mehr annimmst, also dass du zu dem Schluss kommst, du hast dein Fässchen voll und du bist nicht mehr bereit, dich auf diesen Menschen einzulassen, ne? Dass du sagst, ich nehme diese Herausforderung diesmal nicht mehr an, weil du vielleicht tatsächlich durch bist. Die Energie der Herausforderung des Kräftemessens geht raus. Oder es bedeutet wirklich, er kommt zurück, weil er aufgehört hat zu kämpfen. Ne? Rangeln, in Anführungsstrichen. Vielleicht hat er ja die ganze Zeit mit sich gerangelt und gerungen und hat gegen seine Kraft und gegen seine Energie gearbeitet. Ne? Und hat jetzt gemerkt, er hat das jetzt genug gemacht, er oder sie eben, ne? Und kommt jetzt zurück, weil jetzt diese
dieses Kräftemessen, was vielleicht subtil, ob er nun da war oder nicht, die ganze Zeit auf irgendeiner Ebene zwischen euch abgelaufen ist, vorbei ist. Es gibt jetzt kein Gerangel mehr. Und weil dieses Gerangel jetzt gesund ausgetragen ist, auf Ebene 777, ne, auf höherer Ebene vielleicht auch, während er eigentlich gar nicht anwesend war, sondern durch Abwesenheit geglänzt hat, ne, hat sich aber eine Energie aufgelöst. Ein Gerangel hat sich aufgelöst und jetzt ist das Gerangel vorbei. Ne, tschüss. Und jetzt kann er wiederkommen, weil er hat ja ein Feuerzeug zurückgelassen. Ne? Also sehr spannend. Welche Runenkraft geht raus? Bin ich jetzt mal echt gespannt. Das ist spannend. Spannende Legung. Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare. Unmist. Und diese Runenkraft geht raus. Die Urus. Das ist der Kraftaufwand in dem Fall. Hier beim Rangeln, bei den fünf Stäben, ist ein Kraftaufwand da. Die Urus ist eine Kraftrune. Das ist der Auerochse. Der hat richtig Power, ja. Der Auerochse ist in der Lage, durch seine Kraft ein Feld zu pflügen. Der trägt das schwere Geschirr, der zieht das schwere Flug oder den Flug, wisst schon, das Aggerding. Das Aggerteil. Und dann aggert der den knochenharten Boden. So ein Auerochse schafft das. Das heißt, hier war ein hoher Energieaufwand, ein großer Kraftaufwand. Vielleicht, ich habe das eben gerade gesagt, hat er hier auch gegen seine Kraft gearbeitet oder eben dieses ganze Ding wurde zwischen euch ausgetragen, ja, auf anderer Ebene, obwohl er sich zurückgezogen hat. Es ist subtil so eine Rangelei ist ausgetragen worden. Ja, die Kräfte haben gekämpft. Euer beider Kräfte. Also du kannst involviert gewesen sein. Ich hoffe, man kann mir folgen. Und diese Energie geht jetzt raus. Also es geht so in die Hingabe. Ja, er gibt sich hin. Er sagt, okay, dann komme ich halt wieder zurück. Es ist ja auch so ein Eingeständnis, ne? Es ist im Endeffekt, als ob du als Sieger hervorgehst, weil ihr habt jetzt gerangelt und es ist so ein, ich will nicht sagen unterwerfen, weil unterwerfen würde bedeuten, ich mache mich klein, aber es ist so eine Hingabe. Als ob so eine Energie der Kraft entsteht, der Kraft an sich, und zwar der Kraft der Acht, ne, die also in den großen Arkana als Acht dargestellt wird. Der Löwe, der gezähmt wird. Ne? Das ist so dieses, ich gebe mich jetzt hin und ich kann es jetzt hier auch nicht halten. Und ich will jetzt auch zurück und mein Herz schlägt halt auch für diesen Menschen. Also so kann es eben sein. Auf beruflicher Ebene geht hier auch eben die Energie, also hier ging es vielleicht um einen Konflikt, ja, der ausgetragen wurde. Der irgendwann mal ausgetragen wurde und du hast vielleicht schön dein Gleichgewicht gefunden und jetzt kommt eben genau die Person zurück, von der du vielleicht auch froh warst, dass sie weg war, ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Das gebe ich also für alle nochmal rein, die eben auf was anderes schauen. So, das haben wir als untere Karte. Die sieben der Stäbe. Die sagt jetzt nochmal Kloßglocken klar, stell dich hier gut auf. Das macht was mit dir. Das macht was mit dir. Du musst hier wirklich in deinem Gleichgewicht bleiben. Also, dass dieser Mensch zurückkommt, macht was mit dir. Stell dich einfach drauf ein. In dem Moment, du musst ja jetzt erstmal abwarten, ob die Legung überhaupt auf dich zutrifft, ja? Die könnte dann auf dich zutreffen, wenn du sagst, oh, ich bin gerade so schön in meinem Gleichgewicht. Tja, das ist so ein Tja-Moment. Wenn du jetzt im Moment sagst, oh, ich bin gerade so schön in meinem Gleichgewicht und es geht mir total gut und ich habe meine Mitte wiedergefunden, ich mache die Acht, ne? Ich lasse fließen, ich nehme auf, ich nehme an, ich lasse los, bla bla, dann kommt jemand zurück und es macht was mit dir. Es macht was mit dir. Weil die Sieben der Stäbe sagt, stell dich hier gut auf. Stell dich gut auf, weil es macht was mit dir. Es könnte sein, dass dich hier jemand schubst. Ne? Aber ich meine das jetzt nicht im negativen Sinne. Es macht einfach vielleicht auch was mit deinen Gefühlen. Ja? Das triggert dich ungemein, ne? Wenn da plötzlich wieder jemand da ist, mit dem du im Moment nicht rechnest. Aber du bist hier gut aufgestellt, weil du stehst auf einer Plattform, stehst auf einem Plateau. Das heißt, diese Energie erreicht dich nicht. Aber die erreicht auf jeden Fall dein Energiefeld. Zwar nicht deinen Körper, aber dein Feld. Und das kann man testen. Ne? Kennt ihr das? So Aura hin und her schieben. Ne? Jemand stellt sich hin, macht die Augen zu und du nimmst deine Hände und hier fließt ja durch die Handchakren Energie und du schiebst. Und du schiebst und die Person wird irgendwann wanken. Die wird auch, du kannst auch ziehen.
Dann kommen die zu dir, ne? Dann fällt die immer weiter nach hinten, ne? Wenn du schiebst, kippt die immer weiter nach vorne. Und so musst du dir das vorstellen. Also dieses Zurückkehren macht was mit deinem Energiefeld, auf jeden Fall. Weil du wirst hier zwar nicht körperlich erreicht, ja, dass die Person dich schubst und du liegst tatsächlich im Wasser, ne? Und die Frisur ist kaputt, sondern es erreicht auf jeden Fall dein Feld. Erde dich gut, ja. Ganz wichtig. Geh eine gute Erdung. Was haben wir hier für eine Quint? Dann nehme ich jetzt mal alle vier Karten dazu. Wir haben die 7, wir haben die 9, wir haben die 14 und nochmal die 7. Gibt 21, oder? 7 plus 2 gibt 9, plus 5 gibt 14. Plus 7 gibt 21. Das ist voll gut, weil wir haben die Welt und die Herrscherin als Quintessenz. Und das bedeutet, alles findet zurück an seinen Platz. Es ist wichtig, wenn diese Person zurückkommt, ja, sie ist als Geschenk, weil die Energien ordnen sich völlig neu. Alles kommt zurück in seinen Platz. Hier ist vielleicht wirklich diese Energie der Hingabe, weil diese Rangelei, die zwischen euch stattgefunden hat, geht raus. Und die Welt kommt in Ordnung. Und dann kann der fruchtbare Boden 3, die Herrscherin, betreten werden, der vor euch liegt. Das wäre natürlich der Idealfall. Also ich wünsche es jedem. Ne? Wenn man die letzte 7, also die untere Karte, wegnimmt, sind wir summa summarum bei der 14, da wären wir auch bei der Mäßigkeit. Wenn ihr das rechte Maß findet, ja, dann läuft's. Ne? Das rechte Maß der Dinge ist immer wichtig. Nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern das gewisse Etwas. Und die 14 geht ja in die 5, der Hierophant, ins Vertrauen. Also in beiden Varianten kannst du dich hier locker machen. So, das war es meinerseits. Schön, dass du da warst, hier warst und bei mir warst. Wenn dir die Legung gefallen hat, wenn du mich noch nicht kennst, ich freue mich, wenn du bleibst. Und wer mir sein Abo schenken möchte, der erweist mir die Ehre. Ansonsten, yeah, sage ich bis gleich. Ich melde mich jetzt nochmal mit einer Legung über die Gefühle deines Gegenübers. Bye, bye. Ciao, ciao. Dein Yonanda TV.